Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Eure Mami Box von Katja Krasavice. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Eure Mami von Katja Krasavice, das Ganze am 29. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Katja Krasavice. Wir haben hier die Box in einer sehr speziellen Optik, und zwar, wie wir es schon sehen können, in so einer Regenbogenoptik. Als allererstes werden wir mal die Folie entfernen und uns dann die Box ansehen. So, einmal aufgeschlitzt und es kann losgehen. Die Box ist ja schon seit einiger Zeit ausverkauft. 12.500 Stück gibt es hier insgesamt von dieser Box. Ich habe eine davon. Wir haben hier auf dem Cover einmal die Interpretin, die hier vollkommen nackt aussieht. Also es scheint so, als wäre sie komplett nackt. Hier dann an ihre Brust ein kleines Baby gedrückt. Ansonsten haben wir hier noch regenbogenfarbene Haare, passend zu dieser Box. Und hier oben lesen wir dann auch noch Katja Krasavice, eure Mami. Ja, aus der Boss Bitch wurde eure Mami. Die gesamte Box ist hier rundum beschriftet und auch komplett in dieser Regenbogen- bzw. Holo-Optik. Also je nachdem, wie man das Licht hier auf die Box fallen lässt und in welchem Winkel man das betrachtet, wird das Ganze hier farblich immer anders aussehen. Das ist auf jeden Fall eine heftige Optik. Auf der Rückseite ebenso, durchgezogen. Dann haben wir hier noch den Barcode und die beteiligten Labels. Jawohl, ich würde sagen, wir schauen mal rein. So. Gut, dann haben wir hier als allererstes mal eine Rubbelkarte mit einem VIP-Instagram-Account. Okay. Dann das Handtuch oder Tuch generell, ja. Badetuch, eine Mütze, Beanie. Ja, dann tatsächlich ein Vibrator. Das war, glaube ich, der letzte Boxinhalt, der da bekannt gegeben wurde. Dann haben wir das Album an sich, hier in einem Jewel Case. Ein Schild für die Tür, also ein Türanhänger, und dann haben wir hier noch so einen Chip, der hier so mit einem Anhänger kommt. So, der war, glaube ich, hier noch in Folie, ist hier entsprechend rausgeflutscht. Ah. Gut, dann packen wir die Box mal wieder zur Seite und schauen uns die einzelnen Inhalte an. Drei Sachen, die hier noch in Folie sind. Einmal die Mütze, einmal das Handtuch. Und einmal das Album. Mit dem starten wir dann natürlich auch. So, den Rest packen wir mal beiseite. So, ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass dieses Video nicht lange frei zugänglich sein wird, sondern dass es wegen der Abbildungen und wegen des Inhalts relativ schnell ab 18 Jahren sein wird, das Video. So, wir haben hier einmal das Album im regulären Jewel Case, Katja Krasavice, eure Mami. So sieht das aus, also Cover wie auf der Box, auf der Seite hier beschriftet. Hier ebenso. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 14 Tracks an der Zahl, zwei Features, und zwar einmal hier Flair mit Million Dollar S und einmal Elif auf dem Track Highway. Wurden ja auch beide schon vorab ausgekoppelt hier mit Video. So, beteiligte Barcode, okay. Dann schauen wir rein. Hier geht's los. Das Booklet zuerst. Das kennen wir schon.
Dann haben wir Fotos natürlich und auch Text. Das ist der Text. Also hier sind die Infos zu den einzelnen Tracks. Dann haben wir hier wieder Katja. Sehr freizügig. Ich werde euch das mal kurz hier zeigen. So ungefähr sieht das dann aus. Ja, also sie hat hier wenig bis gar nichts an. Dann hier nächstes Bild. Nächste Tracks. Dann hier wieder mit Flair auf dem Pferdchen hier. Das kennt man vom Video. Dann weitere Tracks. Ja, ist gar nicht so einfach, das hier immer alles so zuzuhalten. Und dann haben wir noch die Credits zum Album. Genau, so sieht das aus. Also, die ganzen Personen hier haben mitgewirkt. Und zum Abschluss gibt es noch den Schriftzug. Okay, dann haben wir als nächstes die Album-CD. Die kommt ebenfalls in so einem Rainbow-Look. Sieht so aus. Rückseite lila und blau. Soviel zum Album. Als nächstes haben wir dann eine Mütze. Die kommt hier in ebenfalls wieder diesem Regenbogendesign. Also hier rundum und hier vorne dann eingestickt der Schriftzug Eure Mami. Ansonsten die Mütze in schwarz. Ist ziemlich dick vernäht, also man spürt das auch hier. Das ist hier komplett, nicht nur die einzelnen Buchstaben, sondern rundum. Also der gesamte Mami-Schriftzug hier ist ein Element. Das Schwarz hier rundum ist auch wirklich so genäht und das sind sowieso zwei dicke Patches, die hier drauf gemacht wurden und eure natürlich auch. So, was haben wir denn hier? Wir haben es zu tun mit 100% Acryl made in China. Grüße gehen raus. So, dann packen wir diese Mütze wieder zur Seite. Für die kalte Jahreszeit. Als nächstes haben wir dann hier sowas hier, so einen kleinen Anhänger. Auch hier lesen wir wieder Eure Mami und Katja Krasavice. Das Ganze kommt hier mit einem schwarzen Anhänger. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Ding jetzt noch nicht ganz verstanden. Also soweit ich es verstanden habe, ist da ein Chip mit drin, ein NFC-Chip, wenn ich richtig informiert bin. Und mit dem hat man dann irgendwie Zugang zu irgendwelchen exklusiven Inhalten oder bekommt Sachen früher als der Rest. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber das dazu. Dann haben wir hier ein riesengroßes Handtuch. Ist sehr weich und flauschig und auch sehr bunt natürlich. Hier haben wir sie wieder abgebildet. Dann den Schriftzug, Eure Mami. Und auf der Unterseite geht das natürlich dann noch weiter. Ja, also hier rundum in diesen bunten, was auch immer das ist, sieht so aus wie so bunter Puffreis oder sowas, keine Ahnung. Rückseite des Handtuchs in weiß und auch hier haben wir es zu tun mit einem Produkt aus dem Katja Shop, 100% Polyester, made in Turkey. Grüße gehen raus und weiter geht's mit dem nächsten Inhalt und zwar haben wir hier dieses Kärtchen. Registriere dich noch heute und erhalte Zugang zu Katjas privatem und exklusiven, ja, okay, VIP Instagram Account. Gut, also wenn ich es richtig verstehe, dann kann man hier das Ganze frei rubbeln und dann hat man hier irgendwie einen Code oder irgendwas ähnliches. Okay. Gut, werden wir uns mal anschauen. Dann haben wir noch ein Türschild. Man kennt das ja eventuell aus Hotels oder so. Hier einmal Katja in Unterwäsche und auf der Rückseite ebenso. Ja, also so sieht das aus. Kann man dann entsprechend an die Tür machen. Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, da steht jetzt nicht irgendwie groß nicht stören oder reinkommen sowas drauf, aber wahrscheinlich die Seite, wo uns der Rücken und der Hintern zugedreht ist, ist dann die nicht stören Seite. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier tatsächlich
Es wurde viel spekuliert, aber er ist tatsächlich mit dabei, ein Vibrator. Ja, den werde ich jetzt nicht noch extra auspacken, den lasse ich jetzt einfach mal so da drin. Kann man ja eventuell weiterschenken an das andere Geschlecht. Die fängt damit wahrscheinlich, oder das andere Geschlecht fängt damit wahrscheinlich mehr an. Ja, hier haben wir die Infos. Ultrasoftes Silikon und ABS-Material. 30 verschiedene Stufen. Okay, okay. Ja, bin gespannt. Wird wahrscheinlich auch den ein oder anderen interessanten Dialog ergeben, wenn das irgendwelche Kids zu Hause auspacken oder die Eltern diese Box dann irgendwie auch mit anschauen. Da wird es auf jeden Fall spannende Gespräche geben. Ja, so sieht das aus. Ist, glaube ich, von der Farbe Knallpink. Wurde von ihr gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, jeder weiß, wie man sowas am besten verwendet. Okay, das war's soweit zu dieser Box. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal dieser eben gezeigte Vibrator. Dann als zweites das Handtuch. Das sehr bunte, farbenfrohe Handtuch hier. Dann die Mütze mit dem Eure Mami Schriftzug. Das Album an sich im Jewel Case mit insgesamt 14 Tracks und 2 Features. Der Anhänger hier für eure Zimmertüre. Dieser kleine Anhänger hier mit dem Chip drinnen. Und die Karte zu dem VIP Instagram Account. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box. Eure Mami von Katja Krasavice. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Katja Krasavice unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.